Stumme Zeugen einer dramatischen Geschichte. Eine Geschichte mit tragischen Folgen, die bis heute zu spüren sind. Großturo am Goldensee. Hans Berkemeier zeigt seiner Tochter Sigrid das Gut der Großeltern. Hier runter. Auch dieser Hof wurde Opfer eines Gebietstausches zwischen Briten und Sowjets im November 1945. Lauenburgische Gebiete, teilweise östlich des Schalsees gelegen, kamen zur sowjetisch besetzten Zone. Mecklenburgische Dörfer zur britischen. Mehr als 3000 Menschen sind im November 1945 betroffen. In diesen Tagen jährt sich ein Abkommen zum 75. Mal, das sogenannte Barber-Ljaschenko-Abkommen oder auch Gardebuscher Vertrag genannt. Es beinhaltet einen Gebietsaustausch zwischen der britischen und der sowjetischen Besatzungsmacht. Was das bedeutet für die Menschen, deren Dörfer sozusagen jetzt in einem anderen Gebiet sind, das besprechen wir jeden Freitag in einer kleinen Talkrunde mit der Leiterin des Kreisarchivs Herzogtum Lauenburg, Dr. Anke Mürenberg, und mit dem Leiter des Grenzhus Schlagsdorf, Andreas Wagner. Jeden Freitag können Sie auf der Internetseite des Museums Grenzhus Schlagsdorf unser Gespräch und einen Film dazu sehen. Römnitz am Ratzeburger See. Hier ist Trutz Neubart mit seinen Geschwistern aufgewachsen. Hier fühlt er sich zu Hause. Ich habe hier eine gute, fröhliche Zeit gehabt und mir hat das Spaß gemacht, hier zu, nicht nur hier zu leben, sondern auch hier zu arbeiten, in der Landwirtschaft mitzuarbeiten. Da im Kuhstall haben wir die Kälber gefüttert und als Kinder haben wir in Ferien oder nach der Schule, wenn Chance war, haben wir mitgeholfen und waren hier. Also was man als Kind so macht, toben und im Sommer baden gehen und schöner Flecken. Anfang der 90er Jahre allerdings musste Trutz mit seiner Familie Römnitz verlassen. Das alte Gutshaus wurde seitdem mehrfach verkauft. Das dazugehörige Land auch. Eine Spätfolge des Barber-Ljaschenko-Abkommens, in dem sowjetische und britische Besatzungsmacht alte Grenzen verschoben hatten. Das mecklenburgische Römnitz wird seitdem von Schleswig-Holstein verwaltet. Nach der Wende allerdings kehrte das Gut wieder in mecklenburgische Verwaltung zurück. Das neue Bundesland Mecklenburg-Vorpommern verkaufte den unerhofft erhaltenen Besitz kurzerhand. Die Folgen waren für Trutz Neubart und seine Familie fatal. Sie mussten den Hof verlassen. Das Kaufangebot von Hans Berkemeier, dem Stiefvater von Trutz, blieb unberücksichtigt, obwohl schon der Großvater von Hans Berkemeier die Domäne bewirtschaftet hatte. Römnitz war den Berkemeyers 1946 zu einem neuen Zuhause geworden. Der Großvater entwickelte den abgewirtschafteten Landesbetrieb zu einem modernen Hof. Den ersten Pachtvertrag schlossen die Berkemeyers noch zu Zeiten der britischen Besatzung ab. Die Pacht sollte ein Ausgleich sein für den verlorenen Hof der Familie in Großturo. Denn Großturo gehört zu den Dörfern, die die Briten mit den Sowjets getauscht hatten. Fast 2000 Menschen, auch die Berkemeyers, waren im November 1945 aus den Tauschgebieten in den Westen evakuiert worden. Hans Berkemeyer war damals ein Kind. Aber er hat noch gute Erinnerungen an den Hof seiner Großeltern in Großturo. Gemeinsam mit Tochter Sigrid ist er auf Spurensuche. Sie suchen nach Resten des einst so repräsentativen Gutshauses. Hier ungefähr hat das Haus gestanden. Hier runter. Haus und Gutspark sind kaum wiederzuerkennen. Das müssten vielleicht noch die alten Mauersteine gewesen sein. Das sind also so letzte Relikte, die hier immer noch mal unter dem Laub zu finden sind. Hier sind ja allerhand Fundamentsteine. Die haben das platt gemacht und fertig. Hier, das sieht hier auch noch nach Keller aus. Aber diese Bäume hier, die sind alle nach dem Kriege erst gewachsen. Der kleine Pavillon ist da ungefähr, wo mein Vater jetzt gerade steht. Obwohl Sigrid die alten Familienfotos mitgebracht hat, ist es schwer, die Spuren richtig zu deuten. Hier sind Mauersteine, hier sind gehauene Fundamentsteine. Also das lässt ja durchaus darauf schließen. Und da das keiner weggeräumt hat, weil sie es einfach nur zerschlagen haben, wird das deswegen wahrscheinlich hier auch noch an Ort und Stelle liegen geblieben sein. Ja, ist ja auch heute nichts mehr zu machen.
Aber das sind noch die Steine da. Keine 4 Jahre nach dem Weggang der Großeltern war das Gutshaus in Groß-Turow zerstört. Sie wollten da ja Speicher draus machen. Und da haben die auf die Statik keine Rücksicht genommen und haben drin Wände weggenommen, damit sie da schieben können. Und diese Wände waren für die Stabilität des Hauses eben einfach wichtig. Ne? Und wie die dann zusammengebrochen sind, dann haben sie es nicht wieder aufgebaut, sondern haben einen Bagger genommen und zusammengeschoben und fertig. Die Zerstörung des bergemeierschen Besitzes in Groß-Turow macht auch 70 Jahre danach die Nachkommen noch wehmütig. Ja, das Esszimmer ging hier zum See raus. Und ja, ist auf den alten Fotos ja noch zu sehen. In der Erinnerung von Hans-Hubertus Bergemeier ist die alte Pracht noch lebendig. Und in den Fotos der Familienchronik auch. Die Familie gehörte zur lauenburgischen Ritterschaft, stellte in vergangenen Jahrhunderten auch Landräte im Herzogtum Lauenburg. Trotz der Fotos fällt Tochter Sigrid es schwer, die Relikte der Vergangenheit in Groß-Turow heute noch zu erkennen. Da müsstest du mal die Richtung sagen, Vater, wo wir jetzt hier stehen. Wenn da das Gutshaus gestanden hat und hier es nach Duzow geht. Ja, dann muss es so lang gehen. Sigrid sortiert die vielen alten Dokumente und Fotos der Familie. Tja, die alten Bilder vom Gutshaus hier. So sah das alles mal aus. Das Billardzimmer. Immerhin konnten ihre Urgroßeltern aus Groß-Turow einige solcher Dokumente mit in den Westen retten. Neben den Fotos ist Sigrid besonders vom Tagebuch der Helene Bergemeier beeindruckt. Die Großmutter ihres Vaters hat die Tage zwischen Kriegsende und Umsiedlung nach Römnitz seinerzeit protokolliert. Sie war damals in dem Alter wie Sigrid heute. 14. November 1945. 14 Tage haben wir Zeit zum Räumen. Alle Ratzeburger und Möllner LKWs müssen fahren, alle Gespende der Nachbargüter ebenfalls. Es sollen keinerlei Werte zurückbleiben. 6 Herren mit Aktentaschen kommen, darunter der Ratzeburger Landrat. Sie geben für den Transport alles lebenden Inventars Zeit und Stunde an. Auf regionale Güter und Bauernhöfe soll alles vorläufig verteilt werden, bis eine endgültige Umsiedlung stattfinden kann. Man meint, dass für uns die noch vom Russen besetzte Domäne Römnitz später in Frage kommt. Die Söhne der Helene Bergemeier waren im Krieg gefallen. Im Sommer 1945 war Groß-Turow überlaufen von Flüchtlingen. Irgendwie wird mir so heute, jetzt, während wir hier so sitzen, so vieles so bewusst, was in den Familien so erzählt wurde und was wir eigentlich immer nur als, ich würde sagen, Gemurmel wahrgenommen haben. Und als Kinder oder auch als Jugendliche, es hat uns überhaupt nicht doll interessiert. Und heute lese ich das und denke, wow, mit Kloß im Hals, was ist da alles passiert? Ja. Nachdem 1995 klar war, dass die Bergemeiers auch in Römnitz nicht länger bleiben durften, wollte die Familie ins ehemals lauenburgische Groß-Turow zurück. An einigen Häusern erinnern noch die Initialen des Großvaters Bernhard Philipp Bergemeier an den ursprünglichen Besitzer. Auch wenn das Gutshaus längst zerstört, die Häuser renovierungsbedürftig und die Wirtschaftsgebäude Ruinen waren, hätte die Familie Bergemeier gern ihr 1945 verlorenes Eigentum zurückerhalten. Sie bekamen das Ackerland und die Wiesen, mussten es allerdings kaufen. Als hätte es nie der Familie gehört. Zu Hause angekommen ist auch Trutz Neubart. Er lebt und arbeitet wieder in Römnitz und baut in der Nähe einen Biobetrieb auf. Ich habe immer den Kontakt zu Ratzeburg und dem Ratzeburger See und zu Römnitz gehalten und habe hier auf dem Betrieb auch mitgearbeitet, die Heuernte mitgemacht, habe hier auch Getreide gefahren. Ich liebe die Region hier. Das ist schön. Es ist eine kleine Bauernstelle, die er mit Freunden aufbaut. Trutz blickt nach vorn.
ich kann die Entwicklung nicht rückgängig machen. Da hat jeder seinen Anteil Verantwortung daran. Und ich möchte die Verantwortung hier wahrnehmen, die ich, wir haben einen Schöpfungsauftrag als Menschen, gut mit der Erde umzugehen. Und hier habe ich eine tolle Chance. Zurück zu den heimatlichen Wurzeln. Für Trutz Neubart so etwas wie eine Mission. Der Gebietsaustausch 1945 in den Novembertagen und die Folgen bis heute. Wir haben gerade im Film ein Beispiel gesehen von der Familie Berkemeier, die sich ungerecht behandelt fühlen und sagen, Mensch, 1990, als sozusagen die Welt sich wieder verändert hat, da hätte doch das alles rückgängig gemacht werden können. Wurde darüber zumindest nachgedacht, diesen Gebietsaustausch von 1945 wieder rückgängig zu machen, Frau Dr. Mühlenberg? Das wurde eigentlich seit 1945 wurde darüber nachgedacht, dass man das wieder rückgängig macht. Also bis Ende der 40er Jahre haben die sogenannten Schalseebauern immer wieder beim Kreis vorgesprochen, beim Land vorgesprochen, dass man das bitte rückgängig machen sollte. Der Kreis selbst hat sich dafür ausgesprochen, hat beim Land angefragt. Das hat natürlich nicht geklappt, weil das eine Anordnung der Militärregierung war. Und natürlich ist es dann auch 89, 90 wieder aufgeploppt, dass die Diskussionen kamen, dass man überlegte, gehen die Mecklenburger wieder nach Lauenburg, die Lauenburger wieder nach Mecklenburg. Das haben wir ja mit dem Amt Neuhaus zum Beispiel auch gehabt. Aber das ist dann irgendwann im Sande verlaufen. Und der Einheitsvertrag 1990 hat diese Grenzfestlegung eigentlich dann noch mal richtig festgelegt. Also damit war es dann vorbei. Aber es gab auch nie irgendwie Diskussionen, dass man gesagt hat, man schließt mal einen neuen Staatsvertrag. Also das wurde auch in verschiedene Juristen haben da mal nachgehakt. Das wäre doch jetzt eine Möglichkeit gewesen, nach 1990 das zu machen. Und unabhängig davon ist es natürlich so, gerade jetzt im Fall Berkemeier, dass wir das Problem haben, dass die Domänen Römnitz und Mechow und auch die Amtsreservate da immer im Eigentum des Landes Mecklenburg geblieben sind. Na, also da hat das Land Schleswig-Holstein einen sogenannten Kustodien eingesetzt, der das verwaltet hat. Und auch das Geld ist auf ein sogenanntes Verwahrkonto geblieben. Mhm. Die anderen Orte, die jetzt erst sowjetisch wurden, dann aber zur DDR gehörten, die sind einfach eingesackt worden. Da gab es sowas nicht. Ne? Und es gab selbst in der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein bis 2014 den Paragraphen, das Landesrecht Schleswig-Holsteins gilt auch in den Orten Beek, Römnitz, Mechow, Zieten. Ne? Also das war so der Paragraph. Daran sieht man auch, dass man das von der Seite immer nur als Verwaltung eigentlich angesehen hat. Ne? Aber so, gleich mit dem Einheitsvertrag 1990 war das eigentlich, sag ich mal, Geschichte. Ne? Also es wurde dann so ein Doppelstrich. Genau, da war ein Doppelstrich, aber es wurde dann auch nicht mal groß diskutiert. Viele fragen jetzt auch, wieso hat man da nicht noch? Ne? Ja. Und witzigerweise, dieser Paragraph war bis 2014 in der Landesverfassung. Also das ist schon irre irgendwo. Da fragt man sich auch, hä? Ne? Und es ist natürlich eine Ungerechtigkeit, das muss man ganz klar sagen. Ne? Warum haben die Höfe nicht zurückgekriegt? Mhm. Warum sind aber die Domänen wieder nach Mecklenburg gegangen? Das ist schon, aber man hat, die jeweilige Besatzungsmacht hat anders gehandelt. Das muss man ganz klar so sehen und sagen. Mhm. Warum wurde eigentlich über die Domäne Römnitz so gestritten, aber über die Domäne Mechow gar nicht? Wissen Sie da etwas drüber? Ich weiß nicht, Herr Wagner, Frau Mühlenberg? Also ich kann nur das sagen, wiedergeben, was also für mich aus den Quellen sich erschlossen hat. Und da gibt es eine unterschiedliche Entwicklung, obwohl auf beiden Domänen die Bodenreform zutraf. Das heißt also, landwirtschaftliche Güter über 100 Hektar wurden ja in der sowjetischen Besatzungszone enteignet und aufgeteilt unter Siedlern. Das ist aber sozusagen ja gerade die Zeit, wo dieser Prozess beginnt, wo die Bodenreform in Kraft gesetzt wird. Und dann kommt es zu zwei unterschiedlichen Entwicklungen, nachdem diese Besatzungszonenwechsel erfolgte, weil die Bodenreform wird nicht umgesetzt in Mechow. Sie bleibt sozusagen stecken und wahrscheinlich ist es so, dass es da ein anderes Verhältnis gab zwischen dem Domänenpächter und den Siedlern. Und in Römnitz ist eine andere Situation, weil da die ursprünglichen Pächter nicht mehr da sind und die neuen Siedler eben auch sagen, ich will das Land haben. Und da kommt es zu einer Konfliktsituation dann, ja, die aber durch diese unterschiedlichen Ebenen, so ist meine Wahrnehmung, eben auch nochmal verstärkt wird, weil
Die Briten wollen das auch nicht entscheiden. Die sozusagen überlassen das einer zukünftigen gesetzlichen Regelung, wie sie damals schreiben. Das heißt also, es bleibt erstmal offen und damit kommen jetzt die unterschiedlichen Interessen und sozusagen Interessenplayer kommen jetzt und kommen in einen Konflikt. Mhm. Und der entwickelt sich dann über viele Jahre und dauerte ja an letztendlich. Ja. Naja, das Problem war auch noch, wenn ich da noch einhaken darf, dass die Briten ja von Anfang an Berkemeier für Römnitz vorgesehen hatten. Ne? Als Berkemeier Groß-Turow verloren hat, war er für Römnitz vorgesehen, weil die Briten oder den Briten sehr daran gelegen war, Römnitz als Versorgungsstätte für die Stadt Ratzeburg zu nehmen. Ne? Man musste ja auch Nahrungsmittel wieder schaffen, sag ich mal. Wir hatten ja nun auch gerade das Kriegsende, sah ja relativ schlecht auch mit der Ernährungsversorgung aus. Und deswegen haben sie gesagt, sie haben da gesehen, Berkemeier macht Groß-Turow, bewirtschaftet das sehr gut. Den setzen wir gleich nach Römnitz und dann kann er das bewirtschaften. Und dann kommt das mit der Bodenreform natürlich auch noch dazu, wie Dr. Wagner schon sagte, dass da natürlich ein großer Interessenskonflikt war. Und Römnitz war einfach frei, weil der Pächter geflohen war noch unter sowjetischer Besetzung und dadurch konnte man die Familie Berkemeier da dann auch raufsetzen. Mhm. Und dadurch ist dieser Unterschied, Mechow war halt schon lange in anderer Familienhand und kontinuierlicher und dadurch ist dieser Unterschied dann auch einfach gekommen. Ja. Also wenn solche großen Dinge passieren, Abkommen geschlossen werden zwischen Siegermächten, bleiben, also das reibt dann sozusagen die großen Steine und manche Familien haben das Pech, dass sie zerrieben werden. Kann man das so ungefähr sagen? Ja, ja, klar, das ist ja, das, wenn man so will, sind das zwei Männer, die Barba-Liaschenko, so nennen wir das Abkommen, die das natürlich nicht alleine, aber beschlossen haben. Und alle anderen mussten darunter leiden, beziehungsweise mussten ihre Lebensperspektiven änderten sich ja total. Ne? Also sie mussten ja jetzt ganz anders handeln, sie lebten woanders, was sollten sie, ne? Also das ist natürlich, das ist der Lauf der Geschichte. Ja. Eine große Geschichte wird gemacht und bei den Kleinen landet es dann irgendwo ganz klar. Wer hat überhaupt profitiert von diesem Abkommen? Na, ich würde sagen, es hat erstmal seinen Sinn erfüllt. Also aus den Augen der, oder von den Positionen der Besatzungsmächte her hat es seinen Sinn erfüllt, weil es wurde eine überschaubare Demarkationslinie. Diese Verkehrsschwierigkeiten waren nicht mehr vorhanden. Damit hat es seinen Zweck erfüllt. Das war, glaube ich, das Einzige, was auch damit beabsichtigt war. Über die Folgen haben die Besatzungsmächte nicht drüber nachgedacht. Das war einfach auch nicht in ihrem sozusagen Denkhorizont. Ja. Ja. Haben die überhaupt an die Menschen gedacht, die in den Dörfern lebten? Also ich kann es nicht sagen, weil ich habe die Quellen nicht eingesehen, aber ich kann mir es auch gar nicht vorstellen. Sie kommen als Siegermächte hierher und jetzt hat die deutsche Bevölkerung und Verwaltung das zu machen, was die Siegermächte hier vorschreiben. Und das war die Position. Ich glaube, darüber haben die sich keine Gedanken gemacht und sie haben sich auch nicht abgesprochen. Das merkt man ja in den Tagen danach. Sie haben sich gar nicht abgesprochen, was sie eigentlich beabsichtigen. Also die Briten haben den Russen nicht mitgeteilt, dass sie die Evakuierung anbieten. Und die Russen haben auch nicht gesagt, dass das für sie gar keine große Bedeutung hat, dass sie die Leute gar nicht informieren werden. Ja? Also da war auch gar kein Austausch darüber, weil das haben die als Problem wahrscheinlich gar nicht gesehen. Gehen wir nochmal in das Jahr 1990, als man ja sozusagen diese Geschichtsschreibung hätte korrigieren können. Was meinen Sie, Herr Wagner, hätte man jetzt aus heutiger Sicht vielleicht auch sagen können, Mensch, wir machen das einfach wieder rückgängig? Ich glaube, da war einfach zu viel Zeit vergangen. Ja. Das ist das eine. Das heißt also, diese beiden unterschiedlichen politischen Systeme, die auch mit dem Eigentum, so wie Frau Röttger-Mürrenberg das auch gesagt hat, unterschiedlich umgegangen sind, die haben sozusagen eine eigene Praxis entwickeln können, die jetzt 40 Jahre andauerte. Und das sozusagen stößt dann 1990 aufeinander. Aber da gibt es also schon viele, auch da gibt es auch Generationen, die jetzt in diesen Gebieten leben, die damit kaum etwas oder gar nichts mehr zu tun haben. Deswegen haben die auch kein Interesse, dass das wieder nochmal zurückgetauscht wird. Mhm. Ja. Weil sie sind eben in den Dörfern Beek und Mechow, das sind Schleswig-Holsteiner, die dahin gezogen sind irgendwann in 60er, 70er, 80er Jahre. Die konnten mit dem mecklenburgischen Erbe gar nichts anfangen. Ja. Und so war es auf der anderen Seite auch. Und da entsteht dann sozusagen kein großer Druck, sozusagen, der auf eine Rückabwicklung dann hinweisen würde. Deswegen verläuft das auch so im Sande. Ja, es gibt also keine große Interessenkoalition, die dann dafür sorgt, dass das nochmal thematisiert wird.
Obwohl sie es zeitweise gemacht haben. Also bis in die Bild-Zeitung haben sie es geschafft, 1989 mit ihren Aktionen, dass sie so ein bisschen diskutiert haben, ne? Warum tauschen wir nicht wieder zurück oder gehen wir nicht wieder zurück? Aber es stimmt schon, es ist letztendlich dann im Sande verlaufen. Gibt es eigentlich andere Beispiele von so einem Gebietsaustausch innerhalb Deutschlands? Es gibt mehrere Grenzkorrekturen, aber es gibt keinen so wie diesen, wo eben auch die Bevölkerung, wie diese Briten es gemacht haben, so evakuiert wurde. Ne? Mhm. Das gibt es nicht. Und das ärgert mich auch manchmal, wenn ich dann so Filme auch sehe, wo das Thema vielleicht mal thematisiert wird, dass man da irgendwelche Fiktionen entwickelt. Und wir haben es hier vor Ort ja gehabt. Also eigentlich könnte man darüber ja wirklich mal einen Film drehen und den Leuten sagen, Mensch, das ist hier wirklich passiert so. Ne? Also das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Genau. Also wir haben diese Filme gedreht, kleine Filme, die Sie jeden Freitag auf der Internetseite des Grenzhofs Schlagsdorf sehen können. Wir werden auch am nächsten Freitag weiter diskutieren über Menschen, die weggegangen sind aus den Dörfern, die plötzlich unter sowjetischer Besatzung waren. Und ich möchte Ihnen auch gern die Ausstellung noch einmal ans Herz legen. Babaljaschenko-Abkommen, sie ist im Grenzhof Schlagsdorf zu sehen. Sie wird später im Kreisarchiv in Ratzeburg zu sehen sein. Die Ausstellung wird auch nach Gadebusch zum Beispiel gehen und an andere Orte hier in dieser Region. Und wir sehen uns am nächsten Freitag wieder.